Kuala Lumpur, Malaysia. Mai 2017. Eine Parkhauskamera zeichnet die Entführung eines Türken auf. Pristina, Kosovo, März 2018. Eine Überwachungskamera filmt, wie türkische Lehrer verschleppt werden. Chișinău, Republik Moldau, September 2018. Ein Handyvideo dokumentiert, wie türkische Staatsbürger in ein Auto gezerrt werden. Der türkische Präsident hatte angekündigt, seine Gegner zu jagen. Wir werden in ihre Höhlen reingehen. Es wird gesäubert. Ankara, die türkische Hauptstadt. Betreibt die Regierung Erdogan ein weltweites Kidnapping-Programm? Mehrere Monate haben das Recherchenetzwerk Korrektiv und Frontal 21 diesen Verdacht recherchiert, mit Opfern und Zeugen gesprochen. Alle haben Angst, nur wenige reden. So wie Tolga. Wir nennen ihn so, um ihn zu schützen. Auch er sei verschleppt worden, berichtet er. Auf der Straße tauchte plötzlich ein Mann vor mir auf und wedelte mit den Armen. Von hinten kamen zwei oder drei Personen, packten mich und schleiften mich in einen Transporter. Sie stülpten mir einen Sack über den Kopf, warfen mich auf den Boden. Sie haben sich sogar auf mich draufgesetzt und mich mit den Fäusten geschlagen. Sie haben mich mit Kabelbindern gefesselt, an den Händen und an den Füßen. Dabei wurde ich am linken Knöchel verletzt. Man merkt schnell, wie ernst es ist. Ich dachte, sie wollten mich töten. Tolga sagt, in dem Gebäude, in das er verschleppt wurde, habe es 5 Zellen in einer Reihe und separate Verhörräume gegeben. Wir treffen einen weiteren Mann, der schildert, dass er entführt worden sei. Wir nennen ihn Ali. In meiner Umgebung wurden Leute festgenommen. Weil der Rechtsstaat abgeschafft wurde, war ich gezwungen, unterzutauchen. Ich habe mich rund ein Jahr lang versteckt. Die Entführung war eine Sache von Sekunden. Auf der Straße packten mich plötzlich mehrere Männer. Sie zwangen mich in einen Transporter rein, stülpten mir einen Sack über den Kopf. Ich bekam kaum Luft. Sie haben mich beschimpft. Du bist ein Terrorist. Du bist ein Verräter. Und dann gab es Faustschläge. Ich hatte bei der Entführung wahnsinnige Angst. Als wir angekommen waren, holten sie mich aus dem Wagen heraus und zogen mich aus bis auf die Unterwäsche. Ali berichtet, er sei dann in seinem Gefängnis weitergequält worden. Es gab dort ein Mikrofon, mit dem sie jedes Geräusch in der Zelle hören konnten. Es gab auch eine Kamera, die einen 24 Stunden lang beobachtete. Aus dem Lautsprecher kamen Anweisungen, an die man sich halten musste, und unerträglich laute Musik. Nach einiger Zeit hält man das nicht mehr aus. Man ist durstig, müde. Wenn man nicht mehr kann, fällt man auf den Boden und dann kommen sie in die Zelle. 2 bis 3 Leute verprügeln dich dann. Haben wir dir nicht gesagt, dass du nicht umfallen sollst? Dann gab es Faustschläge und besonders Tritte in der Zelle. Stellen Sie sich das mal vor, dass das täglich passiert. Deine Füße schwellen an, dein ganzer Körper schwillt an. Ali und Tolga sind Gülen-Anhänger. Seit dem Putschversuch vom Sommer 2016 hat die türkische Regierung sie zu Staatsfeinden erklärt. Lange Zeit war die muslimische Gülen-Bewegung Partner von Erdogan. Jetzt werden Zehntausende Soldaten, Lehrer, Wissenschaftler und Staatsdiener als angebliche Putschisten verhaftet. Wir werden sie so bestrafen, dass sie darum betteln werden, dass wir sie abschlachten, damit ihr Leiden aufhört. Wir werden sie um den Tod betteln lassen. Und die Bundesregierung? Sie weiß von Menschenrechtsverletzungen in der Türkei nach dem Putschversuch. Das belegt dieser vertrauliche Bericht des Auswärtigen Amts. Zitat: Im Zuge der Ermittlungen gegen Beteiligte an dem Putschversuch wurden Foltervorwürfe gegen die türkische Polizei und Justiz erhoben.
Menschenrechtsverbänden zufolge gibt es Hinweise, dass die Anwendung von Gewalt und Misshandlungen nicht mehr in Polizeistationen, sondern an anderen Orten, unter anderem im Freien, stattfinden. Öztürk Türkduan leitet den Menschenrechtsverein IHD in Ankara. Er konnte bislang 15 Entführungen dokumentieren. Nur wenige Familien trauen sich, über das Verschwinden ihrer Angehörigen mit ihm zu sprechen. Wir glauben, dass das geheimdienstliche Aktionen sind. Meistens erzählen die Familien der Entführten, dass die Opfer mitten auf der Straße verschleppt wurden, mit einem schwarzen Kleintransporter mit dunklen Scheiben. Viele Opfer, die lange Zeit entführt waren und später freigelassen wurden, sprechen leider nicht darüber. Aber ihre Familien haben uns berichtet, dass sie sehr schwerer Folter ausgesetzt waren. Die Familien haben auch erzählt, dass einige das nicht aushielten und sich umgebracht haben. Auch Tolga berichtet von Folter. Sie gaben mir etwas in die Hand und fragten mich, was das sei. Es war ein Dildo, ein Sexspielzeug. Dann sagten sie, jetzt weißt du, was wir damit tun werden. Man hat mich unterhalb der Gürtellinie ausgezogen und auf den Boden in eine Stressposition gelegt. Und sie haben sich auf mich gesetzt, als ob sie jeden Moment das Sexspielzeug an mir anwenden wollten. Und sie haben mir immer damit gedroht. Sie haben mich geohrfeigt. Dabei haben sie mir einen Zahn herausgebrochen. Meine Lippen haben geblutet. Ich konnte vor Schmerzen kaum stehen. Mein Gesicht war grün und blau geschlagen. Dann haben sie mir gedroht, wir werden auch deine Familie herholen. Was wir mit dir machen, werden wir auch mit deiner Frau tun, mit deiner Mutter, mit deinem Vater. Wir lassen deine Kinder dabei zuschauen. Ich wurde psychisch und physisch gefoltert, damit ich eine Straftat zugebe oder irgendwelche Bekannten verleumde. Ali beschreibt Misshandlungen, die er erlebt habe. Manchmal haben sie mich in eine Art Schrank gesteckt. Sie nennen das den Sarg. Den Sack über dem Kopf, Handschellen an. Man verliert jede Orientierung. Man kann nicht atmen. Man weiß nicht, ob man eine Minute drin ist oder mehrere Stunden. Dann holen sie einen raus und foltern weiter. Man bekommt Fragen gestellt und wenn man nicht antwortet, bekommt man Elektroschläge. An den Rücken, an die Füße, an die Arme und andere Stellen. Je länger es dauert, umso stärker sind die Schmerzen. Berlin. Wir legen dem Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Wenzel Michalski, die Berichte vor. Wir müssen davon ausgehen, dass das systematisch ist. Wir haben Einzelfälle dokumentiert, die aber sehr typisch sind. Wir wissen von sehr viel mehr Fällen, aber die haben wir nicht veröffentlicht, unter anderem, weil die Leute Angst haben, darüber zu sprechen. Dafür haben Sie allen Grund. Die Gülenisten, die geflohen sind und sich jetzt in Sicherheit wähnen, bringen wir einzeln zurück ins Land und übergeben sie der Justiz unseres Landes. Wir werden den Kampf gegen die Gülenisten, die unserem Land sehr schweren sozialen, politischen und wirtschaftlichen Schaden zugefügt haben, so lange fortsetzen, bis wir sie komplett ausgemerzt haben. Berlin. In Deutschland haben seit dem Putschversuch mehr als 700 türkische Staatsbedienstete Asyl beantragt. Sind sie hier sicher vor dem Erdogan-Regime? Fest steht, sie werden auch hier gesucht. Der türkische Geheimdienst versucht ganz offensichtlich, in Deutschland Türken ausfindig zu machen, die in der Türkei in Prozessen gegen Oppositionelle oder Putschisten in Betracht kommen und diese in die Türkei zu bringen. Das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Im September 2018 besucht Erdogan Deutschland. Er soll laut türkischer Medien die Auslieferung von Regimegegnern gefordert haben. Die Bundesregierung bestreitet das. Beim Staatsbesuch spricht die deutsche Kanzlerin Menschenrechtsverletzungen in der Türkei an. Doch Erdogan verbittet sich Kritik. Weder ich darf mich in das deutsche Rechtssystem einmischen, noch haben Sie das Recht, die türkische Justiz zu kritisieren. Denn die Justiz ist unabhängig. Die Urteile sind zu respektieren. Die Kanzlerin nimmt das diplomatisch schweigend hin.
Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung die vielen kritischen Fragen mit der Türkei endlich laut thematisiert, damit wir Antworten bekommen. Wenn wir das nicht tun, wird das dazu führen, dass die Regierung in der Türkei glaubt, machen zu können, was sie will und keinerlei Widerstände erwartet. Pristina, Kosovo, 29. März 2018. Ein Flugzeug vom Typ Challenger landet frühmorgens in der Hauptstadt des Kosovo. Nur Minuten zuvor filmt diese Überwachungskamera eine Entführung. Ein Polizeiauto stoppt den Wagen der türkischen Familie Karabina an einer Ausfallstraße. Sie zerren die Insassen heraus. Yasemin Karabina war dabei. Sie ist Lehrerin in Pristina und versuchte, die Entführung ihres Mannes zu verhindern. Ich versuchte, ein Auto zu stoppen, das vorbeifuhr, und sagte ihnen, dass sie in der Schule Bescheid geben sollen, damit sie helfen. Ich bat die vorbeifahrenden Autofahrer um Hilfe. Sehen Sie hier, wie ich auf die Straße laufe? Neben Yusuf Karabina werden am selben Tag 5 weitere Männer entführt. 5 Verschleppte sind Lehrer an Privatschulen der Gülen-Bewegung, wie dem Mehmet Akif College. Das wurde ihnen zum Verhängnis. Flughafen Pristina. Während die Angehörigen nach ihren Männern suchen, werden diese an Bord der türkischen Maschine gebracht. Um 10 Uhr hebt das Flugzeug ab. Offizielles Ziel? Militärflughafen Ankara. Das belegen Dokumente. Mit diesem Jet wurden die Männer in die Türkei entführt. Die Challenger TCKLE ist auf eine Tourismusfirma in Ankara zugelassen. Die Firmenadresse? Direkt neben dem Wohncampus des türkischen Geheimdienstes, MIT. In den ersten 24 bis 48 Stunden hatten die Anwälte keinen Kontakt zu unseren Männern. Wir glaubten erst nicht, weil wir auch keine glaubwürdige Quelle hatten, dass unsere Männer bereits in die Türkei verschleppt worden waren. Wir wollten auch nicht glauben, dass die kosovarischen Behörden diese illegale Aktion unterstützten. Der Oppositionsabgeordnete Celal Svetchler leitet den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Er ist überzeugt, dass kosovarische Behörden dem Erdogan-Regime bei der Entführung halfen. Ich kann sagen, dass die Belege darauf hindeuten, dass die Entführungen der größte Verstoß gegen die Souveränität des Kosovo seit der Unabhängigkeitserklärung sind. Und diesen Verstoß haben die eigenen Behörden des Kosovo begangen. Die Angehörigen wissen zumindest, dass die Verschleppten seit 7 Monaten in einer Haftanstalt in Istanbul sitzen, dem Silivri-Gefängnis. Solange die Unterdrückung durch das Erdogan-Regime anhält, sind solche Entführungen weiterhin möglich. Solange dreckige Absprachen möglich sind, sind auch Entführungen möglich. Es gibt keine Anklage, keine Prozessakten, keine Gerichtsverhandlung, es gibt keine Beweise. Es wird nur jeden Monat die Fortsetzung der Inhaftierungen beschlossen. Auf den Straßen Istanbuls Hass auf die vermeintlichen Putschisten um den Prediger Fethullah Gülen, der hier symbolisch gehängt wird. Tausende seiner Anhänger sollen jahrelang hinter Gitter gebracht werden. Falschaussagen von Entführten sollen dabei helfen, berichten unsere Zeugen. Sie wollten, dass ich meine Freunde verrate, haben mich gedrängt zu kooperieren. Arbeite für den Staat, sammle Informationen für uns, dann geben wir dir deine Freiheit zurück. Ihr Ziel war es, mich innerhalb der Gülen-Bewegung als Spion einzusetzen. Ich sollte als Zeuge imaginäre Straftaten in Prozessen bestätigen. Weil sie zum Schein auf das Angebot eingingen, wurden Tolga und Ali freigelassen. Sie konnten fliehen nach Europa. Wie reagiert die Bundesregierung auf die rechtswidrigen Entführungen? Auf Anfrage der Linken zu den Verschleppungen durch den türkischen Geheimdienst? Kein Wort der Regierung zu Kidnapping und Folter. Zitat: In den allermeisten Fällen dürfte es sich bei den zwangsweisen Rückführungen nach Kenntnis der Bundesregierung jedoch um offizielle Maßnahmen der jeweiligen Gastländer handeln.
die von türkischer Seite aus zwar initiiert, von dieser aber nicht eigenständig auf fremdem Staatsgebiet durchgeführt wurden. Videos und Dokumente belegen: Der türkische Geheimdienst entführt politische Gegner im Ausland. Zeugen berichten von Folter in geheimen Gefängnissen. Und die Bundesregierung schaut weg. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung entsprechend der Schwere dieser Fälle öffentlich und laut sich für diese Menschen einsetzt und dafür sorgt, dass sowas nicht mehr passiert. Auch weil Deutschland nicht auf Aufklärung drängt, sind Oppositionelle dem Erdogan-Regime hilflos ausgeliefert, wo immer sie leben.